Wir sind in Lippe in Detmold. Man sieht, es ist sehr, sehr viel Polizei hier für die Kundgebung. Ja, die AfD ist heute hier in Lippe, weil wir haben ein historisches Ereignis zu verhindern. Auf dem Teutoburger Wald, auf der Höhenlage, sollen Windkrafträder gebaut werden, die größten, die es gibt. Diese Enercon 165 mit einer Höhe von 246 Metern. Die würden in dem Moment den Hermann verzwergen, gleichzeitig ein Naherholungsgebiet zerstören und ein Habitat für Wildvögel. Und damit wäre dann letztendlich auch unsere Adlerwarte wahrscheinlich mit den Freiflügen nicht mehr möglich. Also ein ganz entscheidender Eingriff in unsere Infrastruktur. Ja, in unsere schönen Tourismus, oder? Tourismus, Naherholungsgebiet. Ja. Ja, und da sind wir dran. Aber ich würde sagen, gleich mehr während der Veranstaltung. Ja? Genau, du wirst bestimmt was dazu erzählen. Ja, machen wir. Wir haben eine große Vergangenheit und hoffentlich auch eine große Zukunft. Und eine große Zukunft soll auch unser Teutoburger Wald haben, der links und rechts vom Hermann liegt. Hermann, unser Wahrzeichen hier in Lippe. Ja, viele haben es schon mitbekommen, oben auf den Höhen des Teutoburger Waldes sollen 7 große Windkraftanlagen gebaut werden. Und wenn man sich mal diese Ausmaße anguckt, die sich da ergeben, dann kann es einem schon Angst und Bange werden. Dabei sind letztendlich die Anlagen selber nur ein Teil der Wahrheit. Weil, wenn man sich mal das ansieht, wie so eine große Windanlage gebaut wird, da sind natürlich auch immens große Maschinen für notwendig und auch immens große Maschinen. Und ich fahre momentan öfters mal nach Holland rüber, oben im Emsland zwischen Lingen und Meppen. Da wird gerade ein Windpark repowered, nennt man das. Da kommen diese kleinen Windräder, diese 120, 130 Meter Windräder, die da jetzt schon seit 20, 25 Jahren stehen, kommen da weg. Und dort werden gerade diese großen Enercon 165 Dinger gebaut. Und wenn man das dann sieht, da wird einem schon Angst und Bange. Also das Windrad als solches ist ja schon ein gigantisches Bauwerk. Wenn man sich dann aber die Maschinen anguckt, die dafür notwendig sind, das Ding aufzustellen, dann fragt man sich allen Ernstes, wie sollen die denn da hochkommen? Ja, das sind ja keine geländegängigen Fahrzeuge. Das heißt, die können nicht über weichem Waldboden fahren oder sich dort, ich sag mal, in dem Waldmorast da bewegen. Nein, nein. Da sind ja dementsprechend dann auch Fahrwege zu ertüchtigen. Das heißt, breite Fahrbahnen. Wenn man sich mal alleine anguckt, diese Schwertransporte, die diese Röhren und die diese Rotorblätter bringen. Ein Rotorblatt hat 80 Meter Länge. Da kann sich ja jeder vorstellen, was das für ein Gerät ist, was diese 80 Meter lange, diesen 80 Meter langen Flügel letztendlich transportieren muss. Und der fährt ja auch nicht nur geradeaus, das heißt, der hat Wendestrecken im Wald, der hat Bewegungsradien, wo er sich drauf bewegen muss. Ja, und das muss alles da hochgeschafft werden, mit diesen Maschinen, mit diesen Geräten. So, das hat zur Folge, dass auch neben den zukünftigen Standorten dieser Windkraftanlagen müssen dementsprechend natürlich auch Plätze planiert werden und befestigt werden, wo die Großkräne, die dann diese Röhren und diese Rotorblätter montieren, dann dementsprechend auch standfest stehen können. Und also das heißt, in dem Wald, in unserem Teutoburger Wald, in den Höhenlagen, muss eine industrielle Grundstruktur geschaffen werden, um letztendlich auch diese Art der industriellen Stromerzeugung letztendlich möglich zu machen. Die elektrischen Anbindungsleitungen und so weiter, das kann man ja schon bald vernachlässigen. Aber wie gesagt, auch für Montagearbeiten, Reparaturarbeiten, es ist ja nicht so, wenn die Windkraftanlage dann letztendlich dort steht, dass das dann wieder sofort zurückgebaut wird. Nein, für Montagearbeiten, Reparaturarbeiten, Wartungsarbeiten müssen natürlich auch diese Stellplätze und Zuwegungen erhalten bleiben für den Gesamtbetrieb der Anlage bis zum Rückbau. Dann kann man davon ausgehen, also da gibt es verschiedene Quellen, die ich mir angeschaut habe, so ein Fundament von so einem Windkraftrad, je nach Quelle zwischen 600 und 1200 Kubikmeter Stahlbeton. Wenn ich mir dann anschaue, dass ein normaler Betonmischwagen, die kleinen Dreiachser, die schaffen 6 bis 7 Kubik, die mittelgroßen, die schaffen um die 10 Kubik und die ganz großen schaffen 12 Kubik. Ist aber auch die Frage dann letztendlich, ob diese schweren Fahrzeuge überhaupt an den Berg hochkommen. Also ich gehe davon aus, dass mit den kleinen Fahrzeugen gearbeitet wird, dass die dann, wenn ich dann ausgehe, vielleicht von maximal 1000 bis 1200 Kubikmeter Stahlbeton pro Fundament, sind bei den kleinen Betonwagen pro Fundament ungefähr 200 Fuhren notwendig.
Alleine dieser Aufwand, das muss man sich mal vor Augen führen. Und das mitten in einem Naherholungsgebiet, in einem Naturschutzgebiet, in einem Gebiet, was letztendlich auch nicht nur für den Menschen wichtig ist, sondern auch ein Habitat ist für verschiedene Vogel- und Tierarten, die sich dort zurückziehen, Brutstätten pflegen, die dort Aufzucht betreiben. Das muss man sich alles mal vor Augen führen und fragen, ob das letztendlich richtig ist. Der nächste Punkt ist natürlich auch ganz klar, was man sich anschauen muss bei der ganzen Geschichte. Wir haben auch eine sehr touristisch weitwirkende Attraktion. Und zwar ist das die Adlerwarte dort oben in Berlebeck. Und dort hat ja auch schon der ehemalige Leiter der Adlerwarte, Herr Hansen, der bei uns auch im Rat der Stadt Lage sitzt, schon eingewendet, dass gegebenenfalls durch die Windkraftanlage die Freiflüge der Adler und der Greifvögel eingeschränkt werden, wenn nicht sogar komplett verhindert werden. Und damit ist natürlich der Fortbestand der Adlerwarte auch dann in Frage gestellt, weil natürlich wird die Vogelaufzucht, die Vogelpflege, alles was dort stattfindet, auch der Erhalt der Adlerwarte durch Eintrittsgelder generiert. Und wenn die Touristen wegbleiben, wenn dort nichts mehr zu gucken ist, dann wird das natürlich auch die Frage sein, ob das dann letztendlich noch zu finanzieren ist. Das ist auch wieder ein tiefer Eingriff in unsere touristische Situation in Lippe. Schützen wir alle zusammen die Heimat unserer Kinder. Genau. Möchtest du was erzählen dazu? Zur Heimat unserer Kinder? Ja, warum du hier bist, warum das Thema heute besonders wichtig ist. Das ist besonders wichtig, weil der Teutoburger Wald, der ist gerade an der Gauseköte da oben. Das finde ich, das ist das Zentrum der lippischen Heimat. Von Berlebeck aus, über die Berlebecker Quellen, oben zur Gauseköte. Das ist eine wunderbare Landschaft. Und da ist meine Meinung, da muss man schon was machen, dass da alle mal keine Windräder hinkommen. Wenn Sie nach Süden schauen, dann sehen Sie einen ganzen Wald von Windrädern. Und es wird langsam ein bisschen viel. Ne? Richtung Paderborn oben, ne? Richtung Paderborn und Leopoldshöhe, hinter Leopoldshöhe. Ne? Römerfeld oder... Ne? Also insofern möchte ich, dass das Lipperland schön bleibt. Ja. Wenn Sie nach Driburg fahren, da gibt es rund um Driburg in den Bergen und Wäldern nicht ein Windrad. Die haben gesagt, wir sind ein Kurbetrieb und wir wollen das nicht. Und hier diesen war ja mal ein Luftkurort. Ja, und dann hier gerade mit dem Hermannsdenkmal als touristisches Ziel, genau. Das zu machen, ist unfassbar. Ist ja, den Hermann wollte ich nicht vergessen, da haben Sie recht. Ja, also das, genau. Das geht ja mal gar nicht, ne? Das geht gar nicht. Ja. Ne? Da haben wir noch die schönen Exensteine und deswegen sind früher auch immer sehr viele Holländer hierher gekommen, um hier zu wandern und so. Und ich finde, das sollte ohne Windkraft bleiben. Dankeschön. Dankeschön. Möchtest du auch noch was sagen? Zum Abschluss? Ja, dass das für die kommende Generation ist. Das ist wichtig. Sehr gut, danke dir. Dankeschön. Hat der ein oder andere vielleicht mal Interesse daran, seine persönlichen Beweggründe zu äußern, warum er heute hier steht und warum er seiner Meinung hier bei dieser Protestaktion Ausdruck bringen will durch die Teilnahme? Ich gehe einfach mal los, hier zu meiner Linken, mein lieber Freund Uwe Dietert. Ja, hallo Stefan, erzähl doch mal. Ja, also ich will jetzt keinem anderen Redner irgendetwas wegnehmen, aber man muss sich auch mal vorstellen, was es mit diesen Windkrafträdern auf sich hat. Also der Stahl, der nötig ist, um diesen Turm zu bauen, wo kommt der denn her? Dieser Stahl wird, weil es in Deutschland nicht mehr profitabel ist, in China zum größten Teil hergestellt. Wie erhitzt der Chinese Land auf Land ab seinen Stahl? Mit Kohle. Hat der Chinese ungefähr dieselben Umweltauflagen, wie wir sie in Deutschland hatten? Ich wage daran zu zweifeln. So, jetzt baut dieser Chinese, eine chinesische Firma, also diesen Stahlkorpus. Wie kommt der jetzt zu uns? Der wird auf große Frachtschiffe gebracht. Was tanken diese Frachtschiffe? Na, ich nehme mal an, Schweröl. So, also werden die in China hergestellt, mit Kohle heiß gemacht, geformt, auf Lastschiffe gebracht, die Schweröl hier hingefahren, um dann hier aufzubauen. Allein das möchte ich mir nicht vorstellen, wie viel CO2, wenn es sogar so böse ist, freigesetzt wird, wie viel Umweltverschmutzung nur dabei, nur um diesen Korpus herzustellen. Und alles andere lasse ich mal weg. Nur das ist ein derartiges Umweltfiasko und Desaster, dass es der Wahnsinn ist. Wer das unterstützt,
und sagt, das müssen wir haben, um unser Klima hier zu retten. Mal ehrlich, wie viele Milliarden Jahre muss so ein Ding laufen, was es nicht kann, um allein den Transport und die Herstellung auszugleichen? Leute, das ist der Wahnsinn und geht nicht. Und ich hoffe, ein anderer Redner bringt nochmal, was es mit diesen Flügeln auf sich hat, denn allein das ist der nächste große Klopfer. Ich bedanke mich. Ja, hallo zusammen. Ich komme aus Paderborn. Wir haben dort tatsächlich sehr viele schöne Landschaften mit richtig weitem Ausblick, verschandelt durch unzählige Windkraftanlagen, was tatsächlich wenig Sinn hat und eine wunderschöne Landschaft zerstört. Das Detmolder Land mit seinen Wahrzeichen, Denkmälern, ist eines der wunderschönsten Ecken, in denen ich jemals war in Deutschland. Und ich war in ganz Deutschland als Lkw-Fahrer unterwegs. Und das hier ist tatsächlich eine der schönsten Naturlandschaften. Dass die jetzt durch diese riesigen Anlagen verschandelt werden sollen, für Unsummen von Geldern mit wenig Wirkung und viel Kosten und Naturzerstörung, das finde ich ein Unding. Was ist denn mit PFAS, diesen unzerstörbaren, dauerhaften Umweltgiften, mit der 100 Kilo pro Jahr und Winterkühlung? Was ist mit PFAS, diese unzerstörbaren Umweltgiften, die dauerhaft in der Landschaft bleiben und auch die Nahrung zerstören? Zum Beispiel die Wildschweine in Süddeutschland. Da darf man die Leber nicht mehr essen, weil da zu viel Gifte drin sind. Das sind für den Menschen zu schädlich schon, jetzt schon. Und es sind ja 100 Kilo pro Jahr und Windrad, die da abgerieben wird von den Rotorblättern, die nie wieder aus der Umwelt rauskommen, die hochgiftig sind. Das wird sich in den nächsten 10, 20 Jahren oder 100 Jahren erst ergeben. Was ist damit? Das ist übrigens ein ganz guter Denkansatz. Wie ihr vielleicht alle mittlerweile mitbekommen habt, wenn man jetzt sich eine Getränkeflasche kauft, eine PET-Flasche mit einem Deckel drauf, ist der Deckel jetzt schwer lösbar mit der Flasche verbunden. Hintergrund dieser Geschichte, damit dieser Deckel zusammen mit der Flasche in das Recycling geht, damit der Deckel nicht separat in die Umwelt gelangt und dementsprechend auch zu einer Kontamination der Umwelt mit Mikroplastik führt. So, und jetzt haben wir nämlich genau die gleiche Geschichte mit diesen Windkraftanlagen, mit diesen Compound-Werkstoffen, wo die Flügel raus hergestellt werden. Der Abrieb wird natürlich in die Umwelt freigesetzt. Jetzt kann man natürlich sich überlegen, oder gibt es ja auch Gegenargumente, heute Morgen war ja ein schöner Artikel in der LZ erschienen, naja, das ist alles noch nicht erwiesen, das ist alles noch nicht genau verifiziert. Fakt ist aber, der Abrieb ist da. Und der zweite Fakt, der besteht, der Teutoburger Wald in seinen Höhenlagen mit seinen Bäumen ist ein riesengroßer Wasserspeicher, der letztendlich durch die Niederschläge, die dort runtergehen, durch die Wurzeln, durch den Boden, wird das Wasser zurückgehalten. Und letztendlich wird Oberflächenwasser zu Schichtenwasser und Schichtenwasser letztendlich irgendwann zu Grundwasser. Und Grundwasser ist letztendlich für die Versorgung der Menschen, der Bürger, unabdingbar vonnöten und ist auch seit 2009 unter das Lebensmittelschutzgesetz gestellt worden. Und dementsprechend unterliegt es einem besonderen Schutz. So, jetzt kann man das natürlich alles wieder negieren und, ich sag mal, in die Breite treten. Wir sind der Meinung, und das muss ganz klar bestehen, solange die Risiken nicht zu 100% ausgeschlossen sind, ist das Ganze nicht zu machen. Man kann sich nicht erst später mit möglichen Spätfolgen beschäftigen, wenn dann das Kind im Brunnen gefallen ist. In den 70er Jahren sind große Mengen an Nitrat auf den Feldern ausgebracht worden. Bis die dann in die Grundwasserzonen eingedrungen sind, das dauert Jahrzehnte, 20, 30, 40 Jahre. Wir haben heute die Spitzenlasten abzufangen, die in den 70er Jahren eingedrungen sind. Wir haben heute teilweise Brunnenanlagen, die stillgelegt werden müssen, weil das Trinkwasser nicht mehr genießbar ist, weil die Nitratwerte zu hoch sind. Was ist denn dann, wenn in 30, 40 Jahren wir feststellen müssen, dass das Wasser, was zu unserer Trinkwasserversorgung nutzt, mittlerweile mit Mikroplastik verseucht ist oder dementsprechend mit Kunststoff oder Kunststoffhilfsmitteln, die vielleicht jetzt schon bekanntlich zu Krebs und sonstigen Erkrankungen führen. Das nur mal eingebracht. Aber wie gesagt, das ist ja auch mal so ein Brainstorming, was wir haben, dass die Leute, die hier ans Mikro kommen, vielleicht mal den einen oder anderen Redeeinwurf bringen, wo wir darauf reagieren können. Wer hat hier noch mal was zu sagen? Guten Tag, Patrioten. Ich bin der Andi aus Bielefeld. Ich lasse mich auch spontan zu einer kurzen Rede hinreißen. Ich bin heute hier, da ich Windräder ökologisch und auch ökonomisch für Schwachsinn halte. Des Weiteren drohen ja die Windräder, die immer höher werden,
auch räumlich zu dominieren. Sie drohen, dass sie das Revier markieren für die Klimaideologie und sie überstrahlen auch zunehmend unsere identitätsstiftenden Bauwerke und Landschaften, wie etwa die Externsteine oder das Hermannsdenkmal. Und das darf man allein aus patriotischer Perspektive natürlich nicht zulassen. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Auch ein toller Aspekt. Der Hermann, unser Hermann, wird durch diese massive industrielle Energieversorgung, die da dort stattfinden soll, natürlich verzwergt, ist nicht mehr das Wahrzeichen in der Landschaft. Links und rechts flankiert von großen Windmaschinen, wird das mit Sicherheit auch für das Auge nicht mehr so toll also sein. Also ich kann das ruhig sagen, mit den die Umweltgifte PFAS, das kommt ja jetzt erstmal zum Vorschein so ein bisschen, dass jedes Windrad gibt pro Jahr 100 Kilo von diesen Giften ab. Das ist klar, das ist der normale Abrieb durch Regen, durch Witterung und so. Und diese Gifte, die sind noch gar nicht erforscht. Es ist schon so weit, dass in Süddeutschland Gifts dagegen, da darf man die Leber der Wildschweine nicht mehr essen, weil die dadurch zu hoch belastet sind, weil die das Gras gefressen haben. Und so, Tiere, die das Gras fressen, sind giftig inzwischen. Das ist doch wie... So, Viktor. Die Medien verschweigen das natürlich, weil sie Geld dafür kriegen. Wir nicht. Dankeschön. Wir zeigen, was andere Medien verschweigen. Ich komme nicht umhin, es immer und immer wieder zu sagen, das, was hier im Land seit einigen Jahren geschieht, ist eine Schande. Deutschland ist seit Merkel und Scholz zum Versuchsobjekt für Hirngespinste und krude Fantasien geworden. Jeden Tag begegne ich Menschen, die mir mitteilen, dass sie Deutschland nicht wiedererkennen. Und jeden Tag setzt unser Landes- und Bundesregierung alles daran, um Deutschland noch ein Stück unkenntlicher zu machen. Nun also auch hier in unserem wunderschönen Kreis Lippe. Der Bau der geplanten Windkraftanlagen dient nichts weiter als die blumigen Fantasien der Grünen und die Geldgier von Unternehmen und Landbesitzern zu stillen. Mit dem geplanten Bau der Windkrafträder wird nicht nur unsere Landschaft verschandelt, nein. Diese Windräder sind der Beweis dafür, dass sich die Politiker der Altparteien einen Dreck um diejenigen scheren, die diese Dinger nachher vor der Nase stehen haben. Ja, liebe Freunde, die Argumente werden von uns gebetsmühlenartig vorgetragen. Und seit Jahren predige ich hier im Rat, im Kreis, aber auch die Kollegen auf Landes- und Bundesebene, dass diese Form der Energiegewinnung der Ruin für unsere Wirtschaft bedeuten wird. Und wie wir sehen, haben wir recht. Immer mehr Unternehmen verlassen Deutschland oder melden gleich Konkurs an. Und immer wieder sind es dieselben Gründe. Hohe Energiekosten, hohe Sozialabgaben und hohe Steuern. Das alles könnte man von der Politik aus lösen, doch man will es nicht. Stattdessen setzt man auf teuer subventionierte Energie aus Wind und Sonne. Und wir alle kennen die Argumente gegen diese Form der Energie. Auch die Regierung weiß es. Der Wind wird nicht konstant, die gewonnene Energie lässt sich nicht speichern und für unsere Natur ist es eine Katastrophe. Drei Argumente von vielen. Liebe Freunde, zu der heutigen Kundgebung begrüße ich euch daher nicht nur im Zeichen gegen die Zerstörung der Natur und unseres Erbes. Wir wollen heute auch ein Zeichen an diejenigen senden, die für diese Katastrophe verantwortlich sind und unter dem Deckmantel der Klimarettung ihre Taschen füllen. Darum an dieser Stelle noch ein paar persönliche Worte an den Prinzen, der diese Flächen an die Energiekonzerne zur Verfügung stellt. Sie, lieber Prinz, geben sich gerne als wahrer Lokalpatriot und Liebhaber Ihrer Heimat. Und bestimmt blickt Ihr Stammbaum auf eine lange Geschichte zurück. Doch was Sie hier vorhaben, zeigt, dass Sie Ihr Erbe mit Füßen treten. Das, was Sie hier planen, ist eine Beleidigung für jeden Lipper. Und Sie sollten sich für Ihr Vorhaben schlichtweg schämen. Was sagt das über Sie aus? Sie opfern unsere Heimat auf dem Altar der Geldgier. Ihnen, lieber Prinz, aber auch all denen, die Ihr Land für diese Windräder verpachten, sei gesagt, dass wir uns diesen Irrsinn nicht gefallen lassen. Und solange dagegen demonstrieren werden, bis auch der letzte Grundbesitzer und Bürger in diesem Land diesen Irrsinn verstanden hat. Diese Zeichen setzen wir mit euch und mit unseren Rednern Sabine Reinknecht, Alexander Lex und Uwe Dethard, die wir keine Verschwagelung und Zerstörung unserer Landschaft wollen. Wir lassen uns nämlich den Mund nicht verbieten und machen von unserem Recht Gebrauch, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um gegen diese grotesken Spargel in der Landschaft vorzugehen. Nur gemeinsam können wir etwas gegen diesen Irrsinn unternehmen.
Und wir versprechen euch, dass wir alles Mögliche in unseren Kreistagsfraktionen und in den Stadtratsfraktionen unternehmen werden, um die Windräder zu blockieren und zu verhindern. Mein Dank geht daher auch an unsere Bundes- und Landtagsfraktionen, die mit Anträgen und Hilfestellungen unsere Arbeit vor Ort unterstützt. Aber auch im Kreistag wird unsere Fraktion mit unserem Fraktionsvorsitzenden Uwe Detert und meiner Kollegin Sabine Reinknecht nicht ruhen. Die Geschichte wird uns wie bei Corona und bei der Migration recht geben. Aber lasst es uns gar nicht so weit kommen. Und daher heute ein Zeichen an diejenigen senden, die unsere Landschaft aus Profitgründen für Generationen verschandeln wollen. Vielen Dank. Ja, liebe Freunde, zuerst bedanke ich mich herzlich für die Einladung und dafür, dass ihr heute alle hier erschienen seid, um gemeinsam ein starkes Zeichen gegen diese Windräder zu setzen. Als Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Ordnung erlebe ich hautnah, welch ein Wahnsinn auf uns zukommt und wie unsere Heimat durch diese Windräder unaufhaltsam verschandelt wird. Bei diesen Windrädern geht es, wie bereits von Viktor erwähnt, nicht nur um Energiepolitik oder wirtschaftliche Interessen. Nein, es geht auch um die Zerstörung unserer Natur und vor allem um die Zerstörung unserer Heimat. Der Dichter Ludwig Altenberg, ein wahrer heimatverbundener Augustdorfer und Lipper, schrieb zum Thema Heimat einmal Folgendes. Ich gebe nur die erste Strophe wieder. Die Heimat. Wie schön bist du, geliebtes Heimatland. Natur hat dich geschmückt mit reicher Hand. Die Bäume stehen von goldenen Früchten schwer. Auf grünen Weiden grast der Winter her. Des emsigen Schnitters wartet und der Maat. Im Sommerwinde wogt die goldene Saat. Die Buche rauscht auf deinen Bergeshöhen. Wie bist du schön, unser Heimatland. Jawohl, unser Heimatland. Wie bist du, Heimatland, so lachend schön. Heimat ist also mehr als nur ein einfacher Wohnort. Der Kreis Lippe und ganz NRW ist für Millionen von Menschen Heimat, in der wir geboren, aufgewachsen und oft seit Generationen leben. Dichter wie Altenberg, aber auch andere Heimatdichter würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie sehen könnten, was mit ihren Wäldern und Landschaften geschieht. Denn unsere Heimat ist den Bau solcher Windräder kaum noch wiederzuerkennen. Wo stehen sie, die Windräder? Sie stehen mitten in der Landschaft und verschandeln damit unsere geliebte Heimat. Als Lipper blutet mir das Herz, wenn ich bedenke, dass über 13 Millionen Tagesgäste und 1,6 Millionen Übernachtungsgäste hier in unseren Teutoburger Wald reisen, um einen Hauch von dem zu erleben, was wir unsere Heimat nennen. Denn allein durch diese Touristen sind über 50.000 Arbeitsplätze geschaffen worden. Das darf man dabei nicht vergessen. Und um Viktor Hübners Rede nochmals aufzugreifen, besonders die Grundbesitzer haben stets durch den Tourismus, durch die Forstwirtschaft und auch durch den Ackerbau profitiert. Menschen wie dem Prinzen reicht ihre Profitgier allerdings nicht mehr aus und es wird alles dran gesetzt, noch mehr Geld aus den Ländereien herauszuziehen. Sie, lieber Prinz, sollten sich dafür schämen. Ich will mir nicht vorstellen, was passiert, wenn nicht mehr nur das Hermannsdenkmal unser Wahrzeichen ist, sondern irgendwelche Windräder. Ich will es mir nicht vorstellen, wenn im Hintergrund der Exsandsteine die Windräder kreisen. Ich will mir nicht vorstellen, wenn am Ende die Adlerwarte, die übrigens zu den ältesten in Deutschland gehört, seit 85 Jahren besteht die Adlerwarte, zu Beerdigungsstätte toter Greifvögel wird, weil sie durch die Windräder getrötet werden. Und ich will mir nicht vorstellen, wenn der Teutoburger Wald durch Fahrspuren und Betonfundamente komplett aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Schließlich ist er für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden doch so wichtig. Drum lasst uns bei solchen Kundgebungen stets bedenken, dass wir wirtschaftliche und energiepolitische Themen als Argumente anwenden sollten. Aber eben nicht nur. Ein Blackout mag von kurzer Dauer sein, die Zerstörung der Wälder jedoch nicht. Oder um es in einem Satz auf den Punkt zu bringen, die Energiewende hier in unserem Land ist kein Vorbild, sondern ein abschreckendes Beispiel. Windräder zerstören unsere Landschaften, schaden der Natur und ruinieren unseren Wirtschaftsstandort. Das geht auf Konto all derer, die Profitgier vor Heimatverbundenheit setzen. Da machen wir nicht mit.
Vielen Dank. Danke für die Einladung und für die Gelegenheit, dass ich als sogenannter Gast von jenseits der Berge, also aus dem Paderborner Raum, hier ein paar Worte sagen darf. Also ich gebe euch die besten, ich leite euch die besten Wünsche und Grüße meines Kreisverbandes weiter. Ich bin Sprecher des Kreisverbandes, Co-Sprecher zusammen mit Marvin Weber. Wir haben eine Doppelspitze, ich bin also das Bordeaux zu eurem Jakob Baidin sozusagen auf Kreissprecherebene. Und ich darf euch heute was zur Situation im Kreis Paderborn und in der Stadt Paderborn, was die Windindustrieanlagen anbelangt, sagen. Ja, oder ich muss es euch besser mitteilen. Wir sind Lippe sozusagen leider schon um 5 bis 10 Jahre voraus. Bei uns stehen über 600 Windindustrieanlagen. Über 600 Windindustrieanlagen im Kreis Paderborn. Unglaublich. Wenn Sie die B68, wenn Sie die B64 fahren in Richtung Osten, also nach Höxter raus, da sehen Sie den Wahnsinn. Sie sehen den absoluten Wahnsinn. Auch wenn Sie die A33 nach Süden fahren, nach Bad Wünnenberg, Haaren runter, ein Windrad nach dem nächsten. Und das meiste oder das Schlimmste an der gesamten Sache, oftmals drehen Sie sich nicht, Sie sind abgeschaltet, Sie stehen. Selbst wenn schöner Wind ist, Sie stehen, weil Sie nicht benötigt werden. Ja, es gibt einen sogenannten Stromüberfluss in diesen Momenten. Sie werden abgeschaltet, um das Stromnetz nicht zu destabilisieren. Und wir zahlen trotzdem, nicht wahr? Wir zahlen dann als Gesellschaft, als Staat für nicht produzierten Strom. Wir entschädigen die Betreiber, die Unternehmer, die das dorthin gesetzt haben, auch wenn sie nicht produzieren. Ja? Das ist alles ein Wahnsinn, weil die Energiewende, die schon 2013, 2012, 2011 ausgerufen wurde, noch unter CDU-Kanzlerschaft, die ist bis heute nicht im Ansatz umgesetzt. Es fehlen die Leitungen, es fehlt so vieles. Das ist von Anfang an auch von unserer Partei aufgegriffen worden. Es steht im Grundsatzprogramm, es steht in den Wahlprogrammen, die sämtlicher Wahlen, die seither stattgefunden haben, seit 2013 drin. Wir sind eine Anti-Windkraft-Lobby-Partei. Wir sind gegen Windindustrieanlagen. Gerade auch wir Paderborner. Wir haben da richtig, richtig die Schnauze voll. So, Dankeschön. Das grundsätzlich. Jetzt mal zu den genauen Zahlen. Über 600 stehen im Kreisgebiet. Wir auf dem Gebiet der Stadt Paderborn, also eine der 10 Kommunen im Kreis Paderborn, ist die Stadt Paderborn. Dort sitze ich auch im Rat der Stadt und auch im zuständigen Ausschuss für Stadtentwicklung, Konversion und Bauen. Genau. Dort sind auch die entsprechenden Flächennutzungspläne durchgegangen, auch die Änderungen. Das ist die 146. Änderung der Flächennutzungspläne gewesen. Und da ging es um die Ausweisung von Windvorrangflächen, ja? Windkonzentrationszonen genannt. Heißt also, die Schwarzen und die Grünen, die bei uns die Mehrheit stellen, ungefähr fast eine Zweidrittelmehrheit haben im Rat, haben zusammengearbeitet und der Windindustrie Geschenke gemacht. Das heißt also, es sind Windkraftkonzentrationsflächen auf dem Gebiet der Stadt Paderborn ausgewiesen worden, in denen vorrangig Windkraftanlagen zu errichten sind. Das Ganze, was meinen Sie, wie viel das gekostet hat? Ein kleines Häuschen. Es waren über 390.000 Euro, die diese 146. Änderung des Flächennutzungsplans gekostet hat, den Paderborner Steuerzahler. Die Flächennutzungsplanänderung, die durchgegangen ist im Rat, natürlich gegen die Stimmen der AfD, ja, und da darf ich noch einmal darauf hinweisen, gegen die Stimmen der AfD, die immer dagegen stimmt, wenn es um Windkraft geht, ja. Die FDP ist wankelmütig, mal sind sie dafür, mal sind sie dagegen in Paderborn, das darf hier auch immer wieder laut und deutlich gesagt werden. Die FDP ist eine Umfallerpartei, ja, auf die kann man sich in Windkraftsachen nicht verlassen. Und diese Flächennutzungsplanänderung ist natürlich angegangen worden von der Windkraftlobby vor Gerichten. Letztens, vor ungefähr 2 Wochen, 2,5 Wochen stand es in der Zeitung, Paderborn hat einen Sieg davongetragen. Das heißt also, das Stadtplanungsentwicklungsamt hat einen Sieg vor Gericht beim OVG in Münster, beim Oberverwaltungsgericht in Münster errungen. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat beschieden, dass die Flächenplannutzung oder Flächenplanänderung rechtsstaatlich zustande gekommen ist und rechtmäßig ist. Es ist alles korrekt gelaufen und das ist eine Besonderheit. Das OVG ist sehr kritisch, wenn es darum geht, Windkraftkonzentrationszonen auszuweisen. Das liegt daran, dass man der Windkraftlobby möglichst weiten Platz, möglichst viel Fläche zur Verfügung stellen möchte und nicht durch eine Positivplanung der einzelnen Kommunen einhegende Wirkungen entstehen lassen möchte. Vor dem OVG sind bevor der Paderborner Flächennutzungsplan jetzt bewilligt wurde oder als rechtmäßig beschieden wurde, über 30 andere Flächennutzungspläne aus dem Land Nordrhein-Westfalen abgelehnt worden, mit Fehlern. Ja?
das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viele andere Kommunen, wie viele andere Städte und Gemeinden bisher mit solch einer Planung gescheitert sind und was das für einen finanziellen Schaden auch für die Kommunen, ich habe gerade die Summe genannt, ungefähr 400.000 Euro für so eine Flächennutzungsplanänderung da ins Kontor schlägt. Wir sind jetzt ein Oberzentrum, neben Bielefeld das zweite Oberzentrum in Ostwestfalen-Lippe, aber es gibt viele kleinere Kommunen, die das noch viel härter finanziell trifft, als es unsere Stadt getroffen hätte, wenn die Flächennutzungsplanänderung als unnütz oder als nicht wirksam vom OVG beschieden worden wäre. Ja, was können wir machen? Was können wir machen? Bei uns im Gebiet Altenbeken, das ist also eine Kommune im Osten Paderborns, am sogenannten Westhang der Eggegebirge und des Teutoburger Waldes, dort formiert sich Widerstand in Form von Bürgerinitiativen gegen den weiteren Zubau von Windindustrieanlagen. Ja? Also die Vernetzung von Politik und Zivilgesellschaft. Gerade auch eine Aufgabe, eine Kernaufgabe von uns als Partei muss vorangetrieben werden. Die Leute möchten nicht immer etwas mit der AfD zu tun haben, das ist klar, aber wir sind, das müssen wir denen begreifbar machen, wir sind die einzige Partei, die auf Kreisebene, auf Stadtebene, auf Ebene des Regionalrates in Detmold, auf Ebene des Landesparlaments und des Bundesparlaments immer geschlossen gegen Windkraft stimmt. Die AfD hält nichts davon, die AfD lässt sich auch nicht korrumpieren, wie das bei manch anderen Parteien der Fall ist. Und das muss den Leuten immer wieder laut und deutlich gesagt werden, wenn ihr eine Partei unterstützen wollt, die konsequent und stringent gegen die Windkraft ist, dann gibt es nur die Alternative für Deutschland. Da gibt es keine andere Partei. Und das müssen wir den Bürgern vermitteln und deshalb stehen wir unter anderem auch heute hier zusammen, weil wir erstens keine Windkraftanlagen auf der Gauseköte wollen, weder ihr Lipper wollt das, noch wir Paderborner oder die Herrschaften aus den nördlichen Gebieten, Bad Ibbspringe etc., die das dann in der Ferne sehen würden. Wir wollen auch keine, wir möchten gerne den unverbauten Blick auch aus der Ferne auf euren Hermann haben und deshalb bedanke ich mich herzlichst für diese Einladung, dass ich hier was sagen durfte und wir stehen euch natürlich auch weiterhin freundschaftlich verbunden in der Parteifamilie zur Verfügung und sind auch immer gern gesehene Gäste hier, auch wenn wir mal nichts sagen, auf einer Kundgebung sind wir trotzdem da. Und damit möchte ich schließen. Alles Gute, Glück auf bei euch in Lippe und mögen wir gemeinsam diesen Wahnsinn spätestens bei den Landtagswahlen in Mitteldeutschland am 1.9. und am 22.9. den ersten Sargnagel verpassen. Dankeschön. Was denn die Alternative, eine Option zu den Windrädern wäre, die da geplant sind? Ja, zunächst haben wir eine Alternative. Wir haben 4 AKWs, die vom Netz genommen worden sind, die man rein theoretisch wieder anfahren könnte. Das wäre überhaupt gar kein Problem. Wobei ich jetzt aber gestern gehört habe, dass sie sogar tatsächlich bei dem einen AKW sogar die Kühltürme jetzt schon gesprengt haben, um da Fakten zu schaffen. Naja, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Windkraft nach unserer Meinung nach eben halt nicht die Endtechnologie ist, könnte man jetzt die bestehenden Windkraftanlagen, wie sie jetzt da sind, weiter laufen lassen. Aber China hofft zum Beispiel jetzt gegen Ende des Jahres, Ende 2024, den ersten Thorium-Versuchsreaktor in Betrieb nehmen zu können. Wir hatten schon vor Jahren einen Vortrag in Lage gehabt, da hatten wir den Dr. Armin Huke, das ist einer der Entwickler oder Weiterentwickler dieses Thorium-Reaktors, der hat da einen Vortrag gehalten. Der geht davon aus, dass diese Technologie in einer relativ kurzen Entwicklungsphase betriebsbereit sein wird und dann wären wir wieder gut aufgestellt. Also er sagte zu mir, dass wir alleine mit dem Atomrestmüll, den wir in Deutschland jetzt eingelagert haben, könnten die Thoriumreaktoren, die dann gebaut werden würden, Deutschland mit 500 Jahre lang mit Strom versorgen. Allein mit den Reststoffen, die da sind. So, und das wäre eben halt die Technologie, die wir forcieren. Unsere Vorfahren haben irgendwann vor 300, 400 Jahren mal angefangen, Windmühlen zu bauen. Man hat dann festgestellt, dass man nicht arbeiten kann, wenn der Wind nicht weht. Und daraufhin wurden ja dann weitergehende Maschinen entwickelt, um letztendlich die Energieversorgung sicherzustellen. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt versuchen, ich sag mal in einer Hochtechnologiegesellschaft, die Energieversorgung wieder darauf zurückzuführen, letztendlich mit einem relativ unregelmäßigen, unbeständigen Energieform des Windes da versucht, Energie zu erzeugen. Sie waren ja auch aus dem Handwerk und Sie wissen ja auch, wovon Sie sprechen, ne? Ja, genau. Herzlichen Dank erstmal. Ja, danke. Bis gleich. Ja, danke schön. Für die Vögel. Auf die Straße. Für die Fledermäuse. Auf die Straße. Für die Menschen. Auf die Straße. Für unseren Wald.
Auf die Straße! Für unsere Landschaft! Auf die Straße! Für die Heimat! Auf die Straße! Gegen die Windkraft! Auf die Straße! Für den Hermann! Auf die Straße! Für die Vögel! Auf die Straße! Für die Fledermäuse! Auf die Straße! Für den Wald! Auf die Straße! Für die Landschaft! Auf die Straße! Für die Heimat! Auf die Straße! 1, 2, 3! Windkraft frei! Sag's dem Fürsten ins Gesicht! Deine Windkraft wollen wir nicht, sag's dem Fürsten ins Gesicht. Deine Windkraft wollen wir nicht, deine Windkraft wollen wir nicht. Sag's dem Fürsten ins Gesicht. Deine Windkraft wollen wir nicht. Gegen Windkraft sind wir laut, weil man uns die Landschaft klaut. Gegen Windkraft sind wir laut, weil man uns die Landschaft klaut. Sag's dem Fürsten ins Gesicht. Deine Windkraft wollen wir nicht. Sag's dem Fürsten ins Gesicht. Deine Windkraft wollen wir nicht. Sag's dem Fürsten ins Gesicht. Deine Windkraft wollen wir nicht. Für den Fürsten zählt nur Geld. Unsere Landschaft wird entstellt. Für den Fürsten zählt nur Geld. Unsere Landschaft wird entstellt. Gegen Windkraft sind wir laut. Weil man uns die Landschaft klaut. Für den Fürsten zählt nur Geld. Unsere Landschaft wird entstellt. Für den Fürsten zählt nur Geld. 2,5 Stunden bis hierher gefahren wegen dem gestrigen Aufruf. Und es ist schade, dass nicht mehr gefolgt sind. Es war sehr kurzfristig, glaube ich, ne? Ja, trotzdem, ja. 2,5 Stunden sind wir auch kurzfristig Echt, heute Morgen um 6. Wegen unserem Aufruf bei ja. Utopia. Klasse, großartig. Wir haben zwar noch nie Utopia gesehen, aber deswegen muss man das halt abonnieren. Genau. Und Daumen hoch. Stimmt gar nicht, wir gucken die ganze Zeit. Ich danke euch, ihr Lieben. Ciao. Großartig, danke schön. Danke euch. Danke, danke. 1, 2, 3. Also hier sieht man nochmal, wo es hier lang geht, wenn man nach links fährt. Da ist die Adlerwarte, Externsteine, der Vogelpark, das Hermannsdenkmal, das Freilichtmuseum, die Hochschule für Musik und das Sommertheater. Also hier in Detmold. Das ist mal so grundsätzlich zu der Idee der Windkraftanlagen. Also sie zerstören die Umwelt, man sieht es ja, und sie zerstören unsere Landschaft. Mit der Landschaft verbinden wir auch Identität. Wir schauen über unsere Hügel, wenn ich jetzt, ich sag mal, meine alte Heimat ins südliche Paderborner Land fahre, vom Bielefeld aus. Ja, es sieht ja furchtbar aus. Es sieht furchtbar aus. Also wenn man da über die Autobahn fährt, dann sieht man ein Meer aus riesigen Industrieanlagen. Genau. Und das wird noch viel mehr. Also vor zwei Jahren hieß es ja, die sollen vervierfacht werden, die Anzahl der Windräder. Mittlerweile ist es vielleicht nicht mehr vervierfacht, wenn noch verdreifacht, aber es wird so viel. Ganz Deutschland wird vollgepflastert sein mit diesen Dingern. Und jetzt wollen sie die auch noch im Teutoburger Wald stellen und das Ganze wird ja auch räumlich sehr dominieren. Also man sieht ja hier in Lippe, wenn man hier rumfährt, da siehst du vom Weiten das Hermannsdenkmal auf dem Berg. Und wenn da jetzt riesige Windkraftanlagen daneben stehen würden, dann würde das echt sehr entfremden, das Ganze, ne? Ja, genau das, was ich meinte, dass dann diese Windkraftanlagen noch dominanter sind als unsere, ich sag mal, kulturellen Merkmale. Auch so Bauwerke wie das Hermannsdenkmal oder auch gewisse natürliche identitätsstiftende Landschaften wie die Externsteine. Es ist ja auch so, dass, ich weiß nicht, ob es da schon neuere Infos gibt, aber ich hörte vor einem halben Jahr, da war das eine neue Info, Windkraftanlage entstehen soll. Die soll, wenn ihr Rotor ganz senkrecht steht, dann sind sie am höchsten. Soll sie 280 Meter hoch werden. Okay. Damit wäre sie das zweithöchste Bauwerk Deutschlands und nur 20 Meter kleiner als der Berliner Alexanderturm, der Fernsehturm in Berlin. Okay. Man muss sich vorstellen, wenn das wirklich gebaut wird, stellen wir das so vor, wie Saurons Turm, der Mordor überragt. Ja, so dominant. Ja, ne? Ja, ja. Und dann siehst du, egal wo du im Kreis Paderborn bist, du wirst immer, wenn du ein bisschen auf eine Anhöhe gehst, immer dieses riesige Teil sehen. Ja. Das überstrahlt alles andere. Das heißt auch, dass die Klimaideologie, ja, was ich eben meinte, sie markiert ja auch ihr Revier damit. Ja. Also diese Klimaideologie setzt sich damit ja auch etwas, einen Fixpunkt, auf den man blickt und sagt, okay, wir sind jetzt klimagläubig und wir brauchen jetzt aus CO2-Gründen die Windräder. Damit ist es ja verwoben, das Thema.
Und das heißt, das ist auch eine Eigenwerbung an sich, diese riesigen... Die Gegenseite denkt ja aus Klimaschutzgründen, ökologischen Gründen wollen sie da Windkraftanlagen bauen, aber eigentlich ist es ja nichts anderes, als dass Kraftwerke in die Natur gebaut werden. Ja. Also, das sind Großindustrieanlagen, es müssen erst mal 2 Hektar Wald, so 2 Fußballfelder etwa Wald gerodet werden. Da werden ja auch Tieren, wird der Lebensraum genommen, da müssen ja auch Trassen gebaut werden und es kommen ganz große Fahrzeuge, die diese riesigen Rotoren und Baugruppen von so einem Windrad dorthin tragen, da müssen Stromleitungen gelegt werden. Mhm. Da wird sehr viel Umwelt zerstört und dann werden ja Tonnen an Stahlbeton in den Boden gelassen. Die bleiben da bis auf Weiteres und dann wird eine Großindustrieanlage, nichts anderes ist ja so ein Windrad da drauf, errichtet. Die schreddert Vögel und Fledermäuse und 10.000 Tonnen Insekten im Jahr, wie eine Studie ergab. Ne? Und ich wundere mich nicht, dass die Insektenpopulation um 80% zurückgehen. Alle fragen, warum. Die sagen, Versiegelung, die Wiesen verschwinden. Das ist natürlich auch eine Ursache. Aber die Windkraftanlagen machen auch viel von diesen Insekten platt, muss man sagen. Ne? Was ich halt auch bedeutend finde, ist so, den Leuten ist ja auch gar nicht bewusst, wie identitätsstiftend das Hermannsdenkmal ist. Ist ja ein Symbol für deutsche Einheit eigentlich auch oder eine deutsche Identität, wenn man überlegt, dass die Stammeskulturen damals ein Imperium geschlagen haben und das mit Idealismus, also ein Imperium, was materialistisch war. Die Römer haben für Sold gekämpft und die Stammeskulturen damals, die haben aus Idealismus gekämpft, ne? Also nicht für Geld. Hermann hat die, also der Arminius, ne? Genau, Arminius hat die germanischen Stämme, das waren auch unsere Vorfahren, die Germanen, vereint zu einem Volk. Und insofern ist das schon für Patrioten oder Heimatlieben auch ein wichtiges Merkmal, ein Bauwerk, ne? Ja. Also viele vergessen, dass das hier in Lippe, denke ich auch, eigentlich ein wichtiges Thema wäre normalerweise. Aber warum waren jetzt so wenig da? Das ist halt ich habe bei dem Wetter nicht mehr Leute erwartet. Ich bin sogar dankbar, dass noch so viele gekommen sind, weil als wir herfuhren, es hat ja die ganze Zeit geregnet. Die Leute kommen ja überwiegend aus der Region hier. Da hat sich heute Morgen so ein Regen ergeben, der dann auch nicht mehr aufhört. Auf der ganzen Hinfahrt hat es geregnet. Und da habe ich schon gedacht, jetzt kommen nur halb so viele Leute, wie wenn es tolles Wetter wäre. So ist es ja nun. Das ist nicht eine Eigenschaft von den Leuten hier, sondern generell bei Demos. Wenn du Scheißwetter hast, hast du nur halb so viele Leute da wie bei geilem Wetter. Und das hat natürlich heute sicherlich so die Hälfte der Leute gekostet. Aber ich finde, es ist trotzdem noch eine seriöse Größe. Ja, ich finde es gut. Also für das kleine Detmold schon sehr gut, denke ich. Ne? Beginnung für Samstags. Ne? Ja. Ist ja oft so, wenn Parteien was machen, ist es ja oft zu so früh am Tag. Die meisten müssen ja auch arbeiten. Ja, die Leute wollen oder sie wollen ausschlafen. Jedenfalls. Wenn du es nachmittags um 15 Uhr machst, kommen vielleicht auch noch ein paar mehr Leute. Ja. Damals bereits 2020 hatten wir in unserem Wahlprogramm drin stehen, ich mache jetzt nur mal kurz den Auszug zum Thema Ökologie und Lebensraum. Punkt 1, schützenswerter Lebensraum und Landwirtschaft. Wir sind wertkonservativ und vereinigen die Interessen von Umweltschutz, Landwirtschaft, Tierschutz, Ernährung und Verbraucherschutz auf Grundlage unabhängiger wissenschaftlicher Ergebnisse statt auf Ideologien. Regionale Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung wollen wir stärken und hinderliche Vorschriften beseitigen. Sauberes Wasser ist die elementare Lebensgrundlage. Eine Privatisierung der Wasserversorgung lehnen wir ab. Zweitens, erneuerbare Energien mit Maß und Ziel. Das Erneuerbare Energiengesetz hat uns bereits jetzt den Weltrekord beim Strompreis beschert. Windkraftanlagen töten Tiere, schädigen den Menschen und verschandeln unsere schöne lippische Landwirtschaft. Der instabile und schwankende Strom aus Windkraft und Solaranlagen kann die konventionellen Kraftwerke nicht ersetzen. Deshalb wollen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien auf ein vertretbares Maß begrenzen. Keine Windräder im Teutoburger Wald und im Weserbergland. Zur Wohnbebauung
und fordern wir einen Mindestabstand von der 10-fachen Höhe des Windrades. Das waren schon damals unsere Forderungen. Das zu den Gegnern, die behaupten, dass wir jetzt auf ein Pferd aufspringen würden, das jetzt erst gesattelt wird. Wir haben das schon vor 5 Jahren in unserem Wahlkampf ganz klar angesprochen und haben natürlich als Alternative für Deutschland diese Position niemals aufgegeben. Also, kühler Kopf statt Klimahysterie. Die AfD warnt vor klimapolitischen Alleingängen, welche Deutschland und seine Bürger im globalen Wettbewerb schwer belasten. Gleichwohl zerstören sie unsere Wirtschaft, Arbeitsplätze und unseren Wohlstand. Wir lehnen die unseriöse Ausrufung von Klimanotständen zur Legitimierung von Notstandsmaßnahmen ab, die nur den Sinn haben, die demokratische Mitbestimmung auszuhebeln. Und das ist auch im Rahmen dieses Bebauungsplans für die Windkraftanlagen im Teutoburger Wall. Hier wird Panik geschoben aufgrund von möglichen CO2-Belastungen durch konventionelle Kraftwerke, die wissenschaftlich unserer Meinung nach noch gar nicht erwiesen sind. Ein Klimawandel hat es immer gegeben. Den gibt es seit Millionen von Jahren. Zu Zeiten des Jura und des Tertiärs hat sich hier im Lippischen Raum ein tropisches Meer befunden. Das wissen natürlich nur die, die damals zur Schule gegangen sind und die dementsprechend auch ausgebildet worden sind und Erdkundeunterricht gehabt hat von Lehrern, die auch wissenschaftlich ausgebildet waren. Dankeschön. So, und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema meiner Rede, was mir heute Morgen so ein bisschen über die Leber gelaufen ist. Heute steht in unserer Lippischen Landeszeitung Faktencheck AfD-Argumente gegen Windkraft. So, ja, und jetzt geht's ja los, um die gesamte Argumentationskette von uns oder auch den Bürgern zu negieren, wird erstmal angeführt, ganz wichtig, die Höhe der Windräder. Wow, da hat man sich doch glatt vertan. Also, die AfD hat in dem Flyer davon gesprochen, dass die Windräder 256 Meter hoch sein sollen. Richtig ist, die geplanten Windenergieanlagen sind mit einer Gesamthöhe von 246,6 Metern beantragt worden. Wahnsinn, Leute! Also, das macht ja auch den Kohl auch nicht mehr fett. Aber das ist natürlich die klassische Einleitung einer Presse, die letztendlich versucht, mit herbeigezogen, klar, sicherlich, vielleicht war es in der Faktenlage etwas falsch, aber ob es jetzt 256 Meter sind oder 246 Meter, Leute, das ist doch wohl wirklich vollkommen wurscht. So, dann geht es da weiter. Verschiedene Punkte. AfD sagt in dem Flyer, Luft, Wasser und Boden sind durch Öl, Abrieb von Mikrofaserplastik stark gefährdet. Der Kreis Lippe als Genehmigungsbehörde erklärt, die wasserrechtlichen Belange, insbesondere die mögliche Beeinträchtigung privater Hausbrunnen, werden in jedem Genehmigungsverfahren von der unteren Wasserbehörde des Kreises geprüft, sagt Verwaltungsvorstand Frau Dr. Ute Röder. Ebenso werden brandschutzrechtliche Vorschriften geprüft und gegebenenfalls Bestimmungen zum Brandschutz festgesetzt. Klare Antwort auf die Frage oder auf die Aussage? Nicht gegeben. Es wird wieder mal geschwurbelt. So, dann geht es ja weiter in der ganzen Geschichte. Dass von Windkraftflügeln krebserregender Mikroplastikabrieb in die Umwelt gelangt. Das Oberverwaltungsgericht NRW hat entschieden, also kein Wissenschaftler hat das jetzt irgendwie mal festgestellt oder ein Team. Nein, das Oberverwaltungsgericht NRW hat entschieden, nach bisherigem Stand sind keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu ersichtlich, dass der Abrieb von Mikroplastik beim bestimmungsgemäßen Betrieb der Windenergieanlagen zu Gesundheitsgefahren führt. Das hat das Oberverwaltungsgericht entschieden. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Feststellung von irgendwelchen Fachleuten. Nein, das Verwaltungsgericht hat das auf rechtlicher Basis entschieden. So, nach derzeitiger Rechtslage seien Mikroplastikpartikel, die durch den Abrieb an den Rotorblättern freigesetzt werden und in den Boden gelangen können, außerdem keine Bewertungsparameter für den Bodenzustand. Ja, so frei in der Presse heute geschrieben. Ja, und wer sich alles mal ein bisschen mit diesem ganzen Thema mal inhaltlich beschäftigt hat, dem müssten doch jetzt eigentlich schon die Haare anfangen zu flattern. So, das Fraunhofer-Institut listet dazu 30 Mikroplastikquellen und deren jährliche Mengen für Deutschland auf. Der unangefochtene Spitzenreiter ist der Straßenverkehrssektor, der alleine mit dem Abrieb von Reifen und Asphalt für mehr als die Hälfte des jährlich produzierten Mikroplastiks in Deutschland verantwortlich ist. Windräder haben einen Anteil von 0,6%.
Eine Worst-Case-Abschätzung kommt auf einen maximalen Materialabtrag im Betrieb von 1.395 Tonnen pro Jahr für alle 31.000 Windkraftanlagen in Deutschland zusammen. Und Fokus, ein vollkommen unabhängiges Blatt, schreibt natürlich ergänzt dazu zum Vergleich, der Abrieb von Reifen liege bei mehr als 100.000 Tonnen jährlich, der von Schuhsohlen bei über 9.000 Tonnen. Vom NRW-Umweltministerium heißt es, es liegen keine Erkenntnisse oder Hinweise auf eine relevante Belastung von Böden, Trinkwasser oder Lebensmitteln durch Mikroplastik vor, die durch Abrieb von WKA hervorgerufen werden. So, jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, das habe ich vorhin schon in meinem Beitrag erwähnt, erst ist der Regen da, der Regen wird zu Oberflächenwasser, das Oberflächenwasser zu Schichtenwasser und das Schichtenwasser nach einer Laufzeit von 10 bis 40 Jahren zu Grundwasser. Das heißt also, was jetzt in den letzten Jahren, in den letzten 20, 30 Jahren von den Windkraftanlagen an Mikroabrieb generiert wurde, kann in den Mengen noch gar nicht bis ins Grundwasser vorgedrungen sein. Da kann es gar keine wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber geben. Für uns ist das ein ganz klares Nein. Wir können nicht in eine Energie oder in eine Technologie investieren, wo die Gefahren im Vorfeld nicht abgeschätzt sind. Das sollte im Rahmen einer Industrienation, einer Nation, die wissenschaftlich fundiert arbeitet, eigentlich nicht möglich sein. So, dann geht es noch weiter. Dass die gigantischen Bodenfundamente aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel Insolvenz, oft im Boden verbleiben. Der Kreis Lippe erklärt, in den Genehmigungsbescheiden werden die Antragsteller dazu verpflichtet, bei der Aufgabe eines Windrads die Anlage vollständig zurückzubauen. Das betrifft die Zuwegung, die Fundamente, den Transformator und die Kabeltrassen. Einschließlich der Rekultivierung des Standortes, erklärt Frau Dr. Ude Röder. Hierzu hat der Antragsteller vor der Errichtung eines Windrades seine Sicherheitsleistung vorzulegen. Jetzt muss man aber mir sagen, das ist natürlich komplett ausgehebelt, wenn diese Anlagen nach der Betriebszeit von 20 bis 25 Jahren nicht zurückgebaut werden, sondern repowered werden. Das heißt, wenn dann die nächste Generation Entschuldigung. Von den Windkraftanlagen, die es dann in 20, 30 Jahren gibt, dann auf den Teutoburger Wald gebaut werden, dann bleiben die Fundamente da natürlich drin, werden weiter genutzt und weiter gebraucht. Aber selbst wenn dann irgendwann mal in 50, 60 Jahren diese Anlagen zurückgebaut werden müssen, dann müssen die Fundamente, dann müssen die Beton-, Stahlbetonfundamente komplett rausgearbeitet werden. Alles muss zurückgebaut werden. Was das natürlich letztendlich wieder an Arbeit bedeutet, an Frachtverkehr, der durch den Teutoburger Wald fährt, an Lastwagen, die die Ökosysteme dort belasten, das wollen wir gar nicht jetzt hier weiter ausweiten. So, dann geht es noch ein bisschen weiter, dass die Flügel eines Windrades nicht recycelbarer Sondermüll sind. Die Fachagentur Windenergie an Land, es gibt sehr wohl Recyclingmöglichkeiten für Rotorblätter, erklärt Dr. Christian Kühne, Geschäftsführer des Think Tanks Industrielle Ressourcenstrategien in einer Dokumentation der Fachagentur. Zudem betrage der Anteil der Rotorblätter nur 2-3% der gesamten Masse einer Windkraftanlage. Zu etwa 95% bestünde diese aus Beton und Stahl. Das ist vollkommen klar, das muss ich auch erstmal hochschlüren. Kühne nennt Entwicklungen hin Kompositmaterialien, die sich chemisch statt mechanisch trennen ließen. So könnten die Bestandteile leichter und höherwertiger recycelt werden. Carbonfasern könnten zerkleinert und wieder genutzt werden. Glasfaserhaltige Abfälle, GFK, ließen sich zu glasfaserverstärkten thermoplastischen Bauteilen weiterverarbeiten. Alleine das ist ja schon wieder eine nebulöse Aussage. Also wenn etwas gemacht werden könnte, ist es Stand der Technik wahrscheinlich noch nicht so weit, dass es überhaupt gemacht werden kann. So, und dann zum Abschluss das in Windmühlen genutzte Schwefelhexafluorid SF6, 26.000 Mal klimaschädlicher ist als Kohlendioxid. Der Landesverband Bayern des Bundes für den Umwelt- und Naturschutz sagt, SF6 ist ein äußerst klimaschädliches Gas, welches nicht in die Umwelt gelangen darf. Aber die Emission geht seit dem Jahr 2000 stetig zurück. Wenn Windkraftanlagen größere SF6-Emissionen verursachen würden, müsste durch ihren Zubau ein starker Anstieg erkennbar sein. Der Bau von Windkraftenergieanlagen führe jedoch nicht zu einem stark erhöhten Ausstoß von SF6. Würde das gesamte SF6 einer Windkraftanlage durch einen sehr unwahrscheinlichen
defekt freigesetzt, entspräche das etwa 75 Tonnen CO2. Demgegenüber spart eine große Windenergieanlage im Laufe ihrer Betriebszeit weit mehr ein. 100.000 Tonnen CO2 sollen dadurch eingespart werden. Ja, Leute, für mich ist das ganz klar. Hier soll der Däubel mit dem Belzbub ausgetrieben werden. Man versucht das Ganze damit dann zu generieren, dass man sagt, naja, selbst wenn jetzt so eine Anlage mal wirklich über die Wupper geht, wenn die mal kaputt geht, also dieses bisschen an SF6, was dann frei wird, das spielt jetzt auch nicht mehr die Rolle. Das ist alles mit im Plan drin. Also vor diesem Hintergrund, Faktencheck, AfD-Argumente gegen Windkraft, ein weiterer Beweis für eine Pressedarstellung, die beruhigend auf den Bürger einwirken soll, die die wirklichen Gefahren nicht anspricht, die den Bürger weiterhin im Nebulösen lässt, was da auf ihn zukommt. Ich kann nur sagen, liebe lippische Bürger, stimmen Sie gegen die Windkraftanlage, machen Sie die Augen auf, machen Sie das, was jedem Bürger in Lippe sein Anliegen sein sollte. Wehren Sie sich gegen die Infrastruktur der Windkraftanlage im Teutoburger Wald. Wehren Sie sich gegen großindustrielle Stromerzeugung im Teutoburger Wald. Und stimmen Sie für den Erhalt des Teutoburger Waldes, der Höhenlandschaften. Stimmen Sie nächstes Jahr bitte für die AfD. Wir sind die einzige Partei, die uns diesem Wahnsinn gegenüberstellt. Ich danke Ihnen. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühen Lanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühen Lanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Warum sind so Kleinparteien nicht mit dabei und unterstützen das Thema, wie jetzt beispielsweise Tierschutzpartei oder ÖDP? Das kann ich jetzt schlecht beantworten. Ich denke mal, dass viele von diesen Parteien natürlich, ich sag mal, in diesen politischen Vorfeldorganisationen eingebunden sind, wie NABU oder ja, gibt es ja genügend Veranstaltungen, die da aktiv sind. Und die werden vielleicht eine Ansage gekriegt haben, dass sie natürlich nicht den Weg mit uns gehen sollen. Es gibt da ja, in manchen Köpfen gibt es ja auch Brandmauern. Von der CDU wird es ja ganz offen ausgesprochen. Ich sage immer, wenn es ums Land geht, um die Landschaft und um die Bürger, dann muss das eigentlich parteiübergreifend laufen und da müssen Meinungen gelten und nicht politische Ideologien im Vordergrund stehen. Und vor dem Hintergrund, ich kann nur jeden einladen, hier bei uns mitzumachen. Auch den Leuten, die jetzt vielleicht am Bildschirm sitzen und das hier sehen und dann beim nächsten Mal einfach mit dabei sind. Es geht nicht um uns, es geht um euer Land, es geht um eure Natur, es geht um eure Umwelt und es geht auch um euren Lebensraum. Wartet nicht, bis geschehen ist, man muss im Vorfeld aktiv werden. Wenn es erstmal da ist, ist es ganz schlecht wieder abzuwägen. Dankeschön. Was mich auch gewundert hat, hier in Lippe werben ja andere Parteien auch mit dem Hermannsdenkmal und dann lassen die zu, dass sowas gemacht wird. Also damals war ja auch der Habeck, glaube ich, beim Hermannsdenkmal mit so einem Kunststoffbecher saß er da vor dem Denkmal und meinte, das wäre aus der Zeit gefallen. Und nicht naja, so. Ja gut, ein Habeck, was hat er auch mal gesagt, er könnte mit Deutschland nichts anfangen oder mit Patriotismus. Ich meine, der ist ja ganz weit oben. Ich denke mal, diese Leute haben eigentlich auch diese Synonyme, wofür der Hermann steht oder für auch das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Minden steht, das ursprüngliche Synonym haben die nicht verstanden. Es geht eben halt auch um Heimat und um Heimatbegrifflichkeiten, um Landschaft. Und ich sag mal, jeder, der ein bisschen Heimat verwoben ist, der liebt auch seine Landschaft und der würde auch dementsprechend auch immer dagegen sein, wenn diese Landschaft dementsprechend verschandelt wird. Ja. Also die AfD wäre da auch offen, wenn jetzt andere Parteien, egal ob jetzt so bürgerlich, links, konservativ, also egal wer das unterstützen würde, da würde die AfD die Hand reichen, um das zu verhindern mit den Windrädern. Wir sind eine bürgerliche Partei. Wir sind im Grunde genommen Bürger, die sich zusammengetan haben, um ihrer Meinung eine Stimme zu geben. Wie gesagt, ich bin Handwerker, Ich würde auch nie behaupten, dass ich Politiker bin. Für mich geht es um die Sache, ich habe 5 Kinder, die sollen hier später auch nochmal ein schönes Umfeld haben, in dem sie leben dürfen und leben können.
Und da muss ich eben halt als Vater, das ist auch eines meiner Pflichten, die ich auf mich genommen habe, als ich Kinder in die Welt gesetzt habe. Das endet ja nicht damit, dass man die Kinder in die Welt dann entlässt. Man muss auch dafür Sorge tragen, dass die Kinder auch später mal ein lebenswertes Umfeld haben. Und das ist eben halt meine Aufgabe. Und ich will mir auch später nicht mal vorwerfen lassen von meinen Kindern: Papa, warum hast du denn da nichts gegen gemacht? Ich glaube, ich habe genug gemacht. Danke. Großartig, danke. Herzlichen Dank. Ja, danke. Dankeschön.